Hallo und herzlich willkommen zu Video Nummer 8 von KV20. Da bin ich wieder. Heute geht es aber nicht um mich, sondern um die Menschen, die KV20 zum Leben erwecken werden. In dem Video heute möchte ich euch gerne die Personen vorstellen, die im Gründungsteam von KV20 sind. Ich nenne sie liebevoll meine kleinen Feuerteufel, weil in ihnen schon brennt, was wir gerne in euch und auch demnächst in ganz vielen anderen Menschen entzünden wollen. Ich denke, wir steigen direkt mal ein und beginnen mit Maximilian aus München. Ja, hallo YouTube, hallo Zuschauer von Hajos Kanal. Ich bin der Maxi aus München, der besagte Jurastudent. Der Hajo hatte mich, ich glaube, es war in seinem letzten Video schon mal kurz erwähnt, weil wir in den letzten Tagen und auch Wochen die Satzung des Vereins jetzt fertig gemacht haben. Genau, ich darf mich euch hiermit kurz vorstellen, da ich auch Gründungsmitglied von KV20 sein werde. Genau, ich habe mich dafür entschieden, mich bei KV20 zu engagieren, einfach aus dem Grund, weil ich denke, also weil ich erstmal denke, dass KV20 eigentlich eine echt super Idee ist, einfach weil es nicht nur wie bei sonstigen Vereinen, Hilfsorganisationen, wo man halt einfach spenden kann, einfach nur um diese Geldspende geht, sondern es geht darum, mit dem Hobby von mir bzw. von euch, ich denke mal, viele kommen ja auch von Ollis Kanal, einfach mit dem Hobby Autopflege, Autos an sich, Auto herrichten, etwas Gutes zu tun. Und das ist das, was mich an KV20 begeistert und was mich dazu gebracht hat, dem Hajo meine Unterstützung anzubieten. Und ja, ich hoffe, dass man da in den nächsten Wochen, Monaten eine gute Zusammenarbeit hat, dass wir ganz viele Leute, Menschen mit ganz viel Herzblut finden. Da muss ich dem Hajo auch mal kurz Danke sagen. Der Hajo ist da nämlich wirklich mit Fleiß und Schweiß bei der Sache dabei, antwortet auch noch unter der Woche ganz spät abends auf Mails. Ja, und ich hoffe, dass wir ganz viele Leute finden, die das Projekt mindestens genauso gut unterstützen, dass wir viele erfolgreiche Projekte voranbringen und dass das einfach eine tolle Sache wird. Maxi und ich werden uns um den gesamten juristischen Bereich kümmern, das heißt alles, was zu tun hat mit der Satzung, mit Gemeinnützigkeit, aber auch dem Thema Zahlen, also Buchhaltung. Max, ich danke dir sehr für die tolle Zusammenarbeit in den letzten 4 Wochen. Ich freue mich riesig auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Weiter geht es mit Max aus Enzlingen bei Stuttgart und dem Bereich Organisation und strategische Projektentwicklung. Überraschung! Tja, Max hat mir vor einigen Tagen geschrieben, dass er von sich bitte kein Video in YouTube sehen möchte. Das ist eine klare Haltung, die kann ich absolut akzeptieren. Dennoch sollte er ihn natürlich kennenlernen, insofern übernehme ich seinen Vorstellungspart. Also, wie gesagt, Max ist 23 Jahre alt, kommt in der Nähe von Stuttgart, Stuttgart-Ulm die Ecke, hat bei Mercedes Kfz-Mechatroniker gelernt und studiert inzwischen im 5. Semester Fahrzeugtechnik. Was mir an Max von Beginn an sofort gefallen hat, war seine Weitsicht und seine strategischen Überlegungen in seinen Mails. Und insofern denke ich, dass sein Talent am besten eingesetzt ist im Bereich Organisation und strategische Projektplanung und dass er sich dort am besten entfalten kann und auch sich dort am wohlsten fühlt. Mit Max werde ich also an der Weisheit der vielen arbeiten, ich werde sie perfektionieren und vor allen Dingen auch an der strategischen Ausrichtung des Vereins arbeiten. Das heißt, wir werden gemeinsam einen USP entwickeln, also ein Unique Selling Position oder Alleinstärkungsmerkmal, das uns von allen Vereinen, die es in Deutschland eben gibt oder anderen Initiativen, unterscheidet. Wir werden schauen, mit wem wir in der Zukunft strategisch kooperieren können, festlegen, wie sich eben KV20 in dem Markt der Gemeinnützigkeit bewegen wird und vor allen Dingen werden wir an der strategischen Projektentwicklung ansetzen. Wir werden uns also fragen, welches Projekt zu welchem Zeitpunkt am meisten Sinn macht und am besten in die Vereinspolitik passt. Und wenn wir das abgeschlossen haben, wenn wir also die strategischen Überlegungen im Kasten haben, dann können wir das runterbrechen auf das Tagesgeschäft und bekommen dann eine operative Entscheidungsmatrix. Weiter geht es mit Rajan und dem Bereich operative Projektentwicklung mit dem Schwerpunkt Logistik. Hallo alle zusammen, auch von mir. Mein Name ist Rajan, ich bin 19 Jahre alt und komme aus der Nähe von Frankfurt. Ich bin momentan noch Schüler und werde im nächsten Dreivierteljahr ungefähr mein Abitur machen. Was mich an dem Projekt gepackt hat, ist natürlich einmal die Faszination für Autos und natürlich der Wille, Menschen Gutes zu tun, die gerade nicht mobil sind, die gerade Hilfe brauchen. Dann noch das Prinzip der Zakat. Ich bin selber Muslim und praktiziere diese regelmäßig. Und letztlich auch noch die Weisheit der vielen. Einfach das Gesamtpaket, so ein Projekt muss man unterstützen. Und deswegen bin ich jetzt auch Gründungsmitglied. Das war's von mir und auf Wiedersehen. Ciao.
Mit Rajan werde ich praktisch und operativ das umsetzen, was ich mir mit Max vorher strategisch ausgedacht habe. Operative Projektentwicklung, Schwerpunkt Logistik beginnt an dem Punkt, wenn wir die Förderperson und das Auto kennen, weil dann müssen wir uns natürlich fragen, wo steht das Auto, das wir kaufen wollen, welche Daten und welche Informationen können wir vielleicht schon vorab erheben, bevor wir uns in Bewegung setzen irgendwohin. Und vor allen Dingen natürlich, wie kommt das Auto in die Aufbereitung bzw. zur Reparatur und wie kommt es danach zur Förderperson? Und Rajan kommt aus Frankfurt, liegt also logistisch, strategisch genau perfekt. Und der wird ein sehr spannendes Arbeitsfeld haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn aus eurem Kreis wir uns noch ein paar ehrenamtliche Mitglieder finden, die Rajan bei seiner Arbeit unterstützen werden. Weiter geht es mit Julio aus dem wunderschönen Mannheim. Vorsicht, der Mann spricht Dialekt. So, ein Hallöchen aus der schönen Autostadt Mannheim. Ich bin der Giulio, bin 31 Jahre alt und bin jetzt Teil von KV20, was mich eigentlich schon stolz macht. Was mich ja an der ganzen Geschichte interessiert, wo ich das Video vom Hajo gesehen habe, dass er praktisch an was glaubt, wo man praktisch was bewegt. Und daran glaube ich, dass wir viel bewegen können. Ich bin in der Position Marketing und Projektplanung. Genau. Und da freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit euch. Julia, ich schaue mir dein Video an und weiß genau, dass wir mit dir den Spaßfaktor im Verein haben. Echte Frohnatur, das Herz am rechten Fleck, also immer zu Scherzen aufgelegt, da freue ich mich sehr drauf. Mit Julio werde ich im Bereich operative Projektentwicklung, Schwerpunkt Marketing arbeiten, ebenso wieder nachgelagert den strategischen Überlegungen zwischen mir und Max. Gleiche Situation, wir kennen also das Auto, wir kennen die Förderperson und dann müssen wir uns natürlich fragen, wie erfährt die Welt davon, woran wir gerade arbeiten. Bei Julio geht es also vor allen Dingen um Community-Treffen mit Presseeinladungen, Interviews mit regionalen Radiosendern und Zeitungen, Verlosungen, Messeständen, Oldtimer-Treffen, um Grip und Panagiotta, um D-Max und Automotorsport. Das heißt einfach um Bekanntheit und Reichweite. Und auch hier den Aufruf an euch alle, den Julio bitte demnächst zu unterstützen, weil sein Arbeitsfeld wird in sehr kurzer Zeit sehr groß werden. Weiter geht es mit Jan und Social Media, Facebook, Instagram und YouTube. Ja, ich bin der Jan, 16 Jahre alt, komme aus Bielefeld und ich bin im KV20 Management Team zuständig für Social Media, sprich unsere Facebook-Seite und unseren Instagram-Account. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Wieso helfe ich dem KV20 Team? Ja, hab von Anfang an fand ich das Projekt extrem cool, dass wir da mit unserer Leidenschaft anderen Leuten wirklich ihre Existenz retten können oder denen helfen können. Und das hat mich total begeistert und dann habe ich den Hajo angeschrieben, wie ich ihm helfen kann. Und ja, so ist das dann halt dazu gekommen, dass ich jetzt im Social Media Bereich ihm da mithelfe. Ja, ich hoffe, wir werden ein wunderbares erstes Projekt haben und auch danach auch folgende Projekte. Und so wie es im Moment aussieht, wird das richtig cool. Ja, wir sehen uns bestimmt dann auch mal in anderen Videos wieder. An der Stelle sage ich Tschüss und jetzt geht's weiter. Jan hat bisher völlig eigenständig unsere aktuelle Designsprache entwickelt. Das heißt, von ihm stammt das Logo. Ich habe nur ein bisschen mit der Farbe geholfen. Er hat unseren Facebook-Account eingerichtet mit aktuell 85 Likes. Er betreut unseren Instagram-Account mit aktuell 49 Followern in der Kürze der Zeit. Überlegt mal. Und er schaut bei den YouTube-Videos auch ein bisschen nach dem Rechten. Wie ihr gesehen habt, hat er jetzt aktuelle Thumbnails entwickelt. Völlig außergewöhnlich und sehr einprägsam und da hat er ganz tolle Arbeit geleistet. Ich bin super happy, dass ich Jan dabei habe, weil nicht nur, weil er für die junge Generation steht und für die Vernetzung, sondern weil er völlig eigenständig arbeitet und irgendwie, ich weiß nicht, wie er es macht, instinktiv weiß, wo ich designtechnisch hin will. Und ich denke, wir werden von Jan noch viel hören und eine ganz klasse Arbeit bisher, Jan. Weiter geht es mit Lukas und dem Bereich Marktplatz. Hallo, ich bin der Lukas Schmidt, komme aus Kaiserslautern, bin 20 Jahre alt und werde mit Hajo den Marktplatz übernehmen. Ihr erinnert euch, dass ich die Idee von diesem kleinen und feinen Marktplatz hatte, exklusiv für Mitglieder, damit der monatliche 20er oder die Aufnahmegebühr eventuell aus gespartem Geld kommt. Und mit Lukas werde ich gemeinsam arbeiten an besonderen Konzepten, wie zum Beispiel,
ein halber Liter Tuga für unter 5 Euro, ein Liter Snowform für 5,35 €, Chemical Guys Autoshampoo in der üblichen Größenordnung für unter 9 Euro, aber auch Mikrofasertüchern, Orange Baby, Schwämmen, Applikatoren. Und wir gehen da das Gesetz der großen Zahl, weil nämlich 5 Liter Dreck kaufen ist viel günstiger als 1 Liter zu kaufen. Und den ganzen Vorteil geben wir dann an die Mitglieder bzw. an die Interessenten weiter. Auch hier der Aufruf an euch, welche Artikel würdet ihr gerne auf dem Marktplatz sehen? Welches Shampoo wäre toll quasi über uns zu bekommen? Oder was habt ihr eventuell selbst zu Hause, was ihr teilen würdet? Poliermaschine, besonderes Werkzeug, eine Dampfmaschine. Einfach mal in den Keller gucken, was ihr nicht so oft nutzt oder wo ihr sagt, das wäre ich bereit zu teilen mit der Community. Und dann ein Foto schicken und eine Mail an KV20. So, 6 Leute habt ihr jetzt gesehen, fehlt Nummer 7. Echt jetzt? Okay. Nun ja, ich bin Hajo, ich bin in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und ich habe die Idee zu KV20 gehabt. Ich werde bei KV20 ein bisschen das Mädchen für alles sein, das heißt, ich werde schauen, dass ich jeden in seinem Bereich optimal unterstütze und werde auch dafür sorgen, dass jeder sich gut fühlt und wohlfühlt. Was mich motiviert, ist inzwischen was ganz anderes als noch vor 20 Jahren. Ich war mal, wie einige vielleicht von euch wissen, Investmentbanker. Ich habe Euro und Yen und Dollar von A nach B und B nach C geschickt, aber ich habe nie etwas produziert. Das heißt, ich konnte mich nie vor ein Krankenhaus stellen und konnte sagen, das Krankenhaus gibt es durch dich. Oder ich konnte nie auf ein Kind zeigen und sagen, dieses Kind hat weniger Hunger wegen dir. Und das hat mich irgendwann unglaublich unglücklich gemacht. Und so habe ich diesen Hochseilzirkus vor 14 Jahren radikal verlassen, ganz konsequent. Und das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, wie sich ja 2008, 2009 dann später festgestellt hat. Und insofern hat KV20 viel von dem abbekommen, wie ich heute mein Leben lebe und was ich für wichtig erachte. Ich teile zum Beispiel super gern und habe die größte Freude daran, wenn ich Menschen in meinem Umfeld glücklich sehe, wenn sie zufrieden sind, wenn sie ihre Ziele vor allen Dingen erreichen. Und insofern möchte ich gern mein ja, kommendes oder letztes Lebensdrittel dafür einsetze, Projekte zu entwickeln, Projekte auf den Weg zu bringen, an denen unsere Nachfolger weiterarbeiten können. Und wenn ich das im Laufe der nächsten 25 Jahre schaffe, dann habe ich alles erreicht und bin super happy. So, das war das Vorstellungsvideo. Das Zusammenschneiden und Kommentieren hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Ich freue mich riesig darauf, mein Gründungsteam in den nächsten 2 bis 3 Wochen persönlich kennenzulernen. Ich freue mich auf euch als unterstützende Mitglieder einer coolen Idee. Und auch viele Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit in einem Feld, das uns, glaube ich, allen Spaß macht, nämlich ungeliebte Autos wieder herrichten und damit Gutes zu tun. Habt ein sonniges Wochenende, passt auf euch auf und bis ganz bald. Tschüss. Ach so, eine Sache noch. Merkt euch bitte den kommenden Montag vor. Am kommenden Montag werde ich ein kleines Fun-Video reinstellen. Ich werde nämlich den aktuellsten 911 Porsche GTS Targa Probe fahren und mache dazu ein Video. Das wird sehr spannend. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wie gesagt, wir sehen uns Montag. Bis dann. Ciao.